Hallo, guten Tag, herzlich willkommen hier im TAZ-Studio auf der Leipziger Buchmesse 2024. Liebe Damen und Herren, ich bin Tanja Martini, TAZ-Redakteurin für das Sachbuch und freue mich, Sie, lieber Philipp Felsch, hier begrüßen zu dürfen. Bitte einen Applaus für Philipp Felsch. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, ich sage es gleich am Anfang, wir haben so gewisse Pflichtübungen und zwar die eine, nichts ist umsonst in diesem Leben, das wissen Sie, auch Journalismus nicht, schon gar nicht guter Journalismus. Das heißt, man kann spenden für die TAZ, damit das hier und die tägliche journalistische Arbeit weiterhin möglich ist. Das heißt, dafür gehen Sie bitte auf die TAZ-Homepage und klicken TAZ zahle ich an und da dürfen Sie spenden zwischen 50 Cent und 100.000 Euro, geht alles. Was ich auch noch sagen möchte, diese Veranstaltung ist auch im Stream zu sehen. Herzlich willkommen, hallo an die Menschen, die uns im Stream zuschauen. Und man kann das auch weiterhin auf taz.de Buchmesse abrufen und sich diesen Film dann immer wieder anschauen. Ja, Philipp Felsch ist Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Uni in Berlin. Einem größeren Publikum wurde er bekannt durch sein letztes Buch, Der lange Sommer der Theorie. Das ist die Geschichte der Theorie als historische Gattung und man könnte sagen eine Art Ideenreportage. Nun hat er ein Buch über Jürgen Habermas geschrieben. Sie sehen es hier. Es trägt den Titel Der Philosoph Habermas und wir. Es ist weder eine Biografie noch eine spezifisch philosophische Auseinandersetzung mit dessen Philosophie, sondern es ist ein Essay, der Habermas, man könnte sagen, Habermas und sein Denken eben vor allem im Spiegel der Debatten, die es in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat, betrachtet, weil, wie wir wissen, ist Habermas der bekannteste Philosoph Deutschlands und er hat sich als öffentlicher Intellektueller in alle Debatten eingemischt, wie sonst kaum jemand. Er hat sie geprägt, kann man sagen. Herr Felsch, Ihre theoretische Sozialisation lief gar nicht über Habermas, wie ich gelesen habe, und auch nicht über die Frankfurter Schule, also auch nicht die Vorgänger, die alte Frankfurter Schule. Was hat Sie an Habermas interessiert? Dass ich ein Buch schreiben würde über Habermas, hätte ich mir bis vor anderthalb Jahren noch nicht träumen lassen. Kann man mich gut hören? Ist es dicht genug? Bis ich ihn dann in Starnberg in seinem Haus besucht habe, ich hatte eigentlich ein anderes Buch schreiben wollen, da wäre Habermas nur so eine Nebenfigur gewesen und habe deswegen das Gespräch mit ihm gesucht, was er sehr freundlich anbot und dieser Besuch bei Habermas war dann der Grund und die Inspiration, um dieses Buch zu schreiben. Vielleicht erzähle ich kurz, warum. Der war nämlich aus 2 bis 3 Gründen, war diese Begegnung mit Habermas, den ich davor persönlich nie kennengelernt hatte, war für mich extrem faszinierend. Der erste Eindruck an der Tür seines 1972 unter anderem mit einem Dank eines Kredits von Siegfried Unsel, seinem Verleger, errichteten Totschicken Mid-Century Bungalow in Starnberg. Da stand Habermas an der Tür und ich hatte einen deutschen Ordinarius bzw. Emeritus erwartet, etwas verschwurbelt, etwas verstaubt und es stand so ein amerikanischer Ostküstenintellektueller vor mir mit Turnschuhen, niegelnagelneu, out of the box, Chinos, mit so einer sehr geradlinigen Ansprache. Das war der erste Eindruck. Also Habermas als Kosmopolit, der Hegel der Bundesrepublik, so ist er ja mal von der Zeit bezeichnet worden, 2001, ist ein Amerikaner. Ja, also das war der erste mich faszinierende Eindruck. Der zweite stellte sich dann ein, kurz danach, als wir in der berühmten Couch-Ecke von Habermas saßen, die ja längst auch schon in die Ikonografie der bundesrepublikanischen Ideengeschichte eingegangen ist. Da hat er sich oft fotografieren lassen. Und dann saßen wir da bei Marmorkuchen und Tee. Ute Habermas war auch dabei. Und jetzt muss man als biografisches Detail kurz dazu sagen, dass meine Großeltern aus Gummersbach kommen und sogar in derselben Straße gewohnt haben wie die Familie Habermas.
Als ich als Kind in den 70er Jahren begann, da hinzufahren, war der natürlich längst ein berühmter Mann. Dem bin ich da nicht begegnet, aber der Name Habermas gehörte ins Vokabular dieser Kindheitserinnerungen, dieser Großelternbesuche in Gummersbach. Und deswegen hatte ich auf der Couch der Habermasens, weil Habermas hat auch so diesen leicht oberbergischen Akzent, noch Zungenschlag, eben auf einmal diesen zweiten Eindruck, ich bin bei meinen Großeltern, eigentlich in einem ganz kleinbürgerlich-provinziellen Ambiente. Und diese Spannung, also zwischen Kosmopolitismus, Mid-Century auf der einen Seite und auf der anderen Seite so einem kleinbürgerlichen, so einer provinziellen Atmosphäre. Es war dann irgendwie ein Rasenmähergeräusch auch noch zu hören aus dem nächsten Garten. Das ist auch so ein Kindheitsgeräusch für mich aus der Zeit, bevor die Leafblower kamen. Also das ist wie eine Proust'sche Madeleine. Man ist sofort an so einem ereignislosen Sommernachmittag. Diese Spannung war für mich auf einmal ein Sinnbild des Landes, in dem ich aufgewachsen bin, nämlich der Bundesrepublik. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben. Sie zitieren im Buch auch Habermas, man könnte sagen Widersacher Peter Sloterdijk, der Habermas bezeichnet hat als den Philosophen der Re-Education. Das bedeutet also als den Philosophen, der die Deutschen zur Demokratie erziehen wollte und will. Glauben Sie, also Sloterdijk hat das in einigermaßen pejorativer Absicht, glaube ich, formuliert, aber glauben Sie, Habermas hat einen großen Anteil an der, wenn wir jetzt Eike Geisel zitieren wollen, Wiedergutwerdung der Deutschen? Habermas hat sich übrigens selbst als Produkt der Re-Education mal bezeichnet, also da deckt er sich mit Sloterdijk. Erste Antwort, auf jeden Fall. Also Habermas ist natürlich deswegen, würde ich sagen, auch ganz zu Recht als Hegel der Bundesrepublik bezeichnet worden, weil er einem ganz zentralen Element des Selbstverständnisses, des bundesrepublikanischen Selbstverständnisses, philosophischen Ausdruck verliehen hat. Und ich würde sagen, dieses Selbstverständnis ist das einer werdenden Demokratie, einer Demokratie als Projekt, die nie vollendet ist, die immer unvollständig ist, die nach dem Krieg erstmal mit einer Situation umgehen muss, wo es nach damaligem, sicherlich nicht, auch nicht unberechtigtem Selbstverständnis auf einmal demokratische Institutionen gab, aber noch keine Demokraten in diesem Land. Und das ist eine Situation, in der Habermas einen pädagogischen, erzieherischen Auftrag im Grunde übernimmt. Und den hat er auf jeden Fall auch ausgefüllt. Ich würde natürlich, man kann nicht sagen, dass er, oder sagen wir mal so, das ist natürlich auch schwer zu messen, inwiefern sich so eine ja auch sehr hermetische Philosophie dann umgesetzt hat. Und Habermas ist natürlich auch nicht der Einzige, der Demokratisierung begriffen hat als ein Erlernen von kommunikativem Handeln, von Deliberation, von öffentlicher Debatte. Man könnte auch die Fernsehkultur der frühen Bundesrepublik, wo es also unzählige Gesprächs- und Talkformate gab, als einen Motor dieser Demokratisierung begreifen. Und dann gibt es so gewisse Fernsehmomente aus der frühen bundesrepublikanischen Geschichte, wo man fast hat, das Gefühl hat, da ist Habermas in a nutshell irgendwie schon vorweggenommen. Also er hat das flankiert. Und ich würde sagen, wenn man sich so wie ich jetzt mit dieser Biografie nochmal beschäftigt, hat man fast das Gefühl, es gibt so eine Art prästabilierte Harmonie zwischen Lebenslauf und Weltlauf bei Habermas, mindestens bis in die 80er Jahre. Der war irgendwie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hatte lange ein enorm gutes Gespür für akademische Philosophen, vielleicht auch gar nicht so typisch für den Zeitgeist. Ja, er war nämlich nicht nur dieser akademische Arbeiter, sondern er war ein öffentlicher Intellektueller und davon gab es in Deutschland auch gar nicht so viele. In Frankreich ist man da ein bisschen gesegneter, wenn man es denn als Segen verstehen möchte. Da ist natürlich Sartre etc. Also man hat das in Deutschland auch immer sehr auf Frankreich gespiegelt, die Idee eines öffentlichen Intellektuellen und Habermas da gar nicht so schätzen gelernt, glaube ich. Wenn wir das aber jetzt noch mal methodisch zurückspiegeln. Es gibt, Deutschland ist reich von diesem Großsprechen, genialisches Theoretisieren und das Geraune der deutschen Philosophie. Wir haben Schelling, Heidegger und dann kommt Habermas und macht Schluss damit. Er an die Stelle des Großsprechens setzt er, wie Sie das sehr schön in dem Buch zeigen, eine interdisziplinäre Wissenschaft
die alle Wissenschaften gleichermaßen ernst nimmt und eine unglaubliche Quellenarbeit leistet er. Könnte man auch sagen, wenn man das jetzt mal auf Adorno zurückspiegelt, könnte man nicht auch sagen, dass dieser methodische Wechsel, dieser methodische Einsatz Habermas angemessene Reaktion auf Auschwitz war? So würde er das selber sagen, denke ich. Und Habermas ist natürlich stark beeinflusst von Adorno. Zunächst einmal von Heidegger übrigens. Also Habermas beginnt ja als Journalist in den 50er Jahren, schreibt für die FAZ Kulturkritiken in einem lupenreinen Heidegger-Sound. Was sehr überraschend das, ist. Das eigentliche versus das uneigentliche Leben, also dieses manichäische Denken. Ich habe fast das Gefühl, das war für Kulturkritiker in den 50er Jahren fast unvermeidlich, dass man da irgendwie angeschlossen hat. Das war einfach mit diesem Dualismus, ließ sich kulturkritisch einfach sehr viel abräumen. Und so fängt auch Habermas an und dann geht er ans Institut für Sozialforschung, weil er nämlich, glaube ich, tatsächlich der Erste ist, der sehr öffentlichkeitswirksam diesen Bruch mit Heidegger 1953 vollzieht. Heidegger veröffentlicht Vorlesungen aus den 30er Jahren unverändert und gibt damit zu erkennen, dass es überhaupt keine Reue, gar keinen biografischen Bruch gibt bei ihm. Dadurch wird Adorno auf ihn aufmerksam, auf Habermas, diesen 23-jährigen Studenten, dann geht er ans Institut für Sozialforschung. Und Adorno pflegt ja dort eine Form des Schreibens, die ganz selbstreflexiv ist und, wie Sie sagen, mit dieser Tradition der Systemphilosophie bricht aus politischen Gründen, ein essayistisches Denken, ein Denken in Konstellationen, in Fragmenten. Habermas, der ebenfalls einen Bruch vollzieht mit der Tradition des deutschen Denkens, macht aber was ganz anderes. Also für Habermas erweist sich im Laufe seiner Arbeit mit und bei Adorno der adornische Schreibstil im Grunde als unzureichend. Denn Adorno schreibt eigentlich, das hat Habermas mal vielleicht in dem freimütigsten Interview seiner Karriere gegeben, Anfang der 80er Jahre, Adorno schreibt eigentlich noch so wie die literarische Intelligenz der Zwischenkriegszeit. Adorno ist dem jungen Assistenten Habermas irgendwann aufgegangen, hat möglicherweise schon vor dem Krieg zu lesen aufgehört. Also sowas wie Sekundärliteratur nimmt er nicht zur Kenntnis. Adorno kommuniziert mit einer Handvoll großer Denker aus der Tradition, mit Kierkegaard, mit Hegel etc. und Marx natürlich auf Augenhöhe. Und dagegen setzt Habermas jetzt ein, glaube ich, für die Nachkriegsmoderne und ihren scientistischen, sagt man das, ihren wissenschaftlichen Geist ganz charakteristischen Gestus. Philosophie soll Wissenschaft werden, Philosophie soll Forschung werden, Philosophie soll nicht mehr betrieben werden von charismatischen Einzelfiguren, die dann auch so einen idiosynkratischen Schreibstil ausbilden, so wie Heidegger, aber natürlich auch so wie Adorno, sondern sie soll sich eigentlich der Arbeitsteilung der modernen Geisteswissenschaften unterwerfen und damit nimmt Habermas natürlich so ein bisschen dann auch schon die Post-Bologna-Universität und die kollektive Verbundforschung der heutigen Unis vorweg, die eben nicht mehr dazu geeignet ist, solche großen Figuren, Ordinarien hervorzubringen, obwohl er das selber natürlich noch gewesen ist. Ja, das hat natürlich aber auch einiges von seinem Appeal genommen, nicht? Also Habermas galt sehr schnell als der Verräter der Frankfurter Schule. Er galt dann, also in den 60ern hat er ja auch, wenn man jetzt mal das aufs Inhaltliche bringt, ja noch von demokratischem Sozialismus gesprochen. Später sind es dann die Institutionen, die vernunftsmäßigen Institutionen, der Verfassungspatriotismus, all das, wofür Habermas Denken steht. Und es gibt da einen Wandel mit dem demokratietheoretischen Werk Faktizität und Geltung. Das ist von 1992. Es hatte nicht mehr diesen Appeal. Ne? Würden Sie sagen, er hat, wo ist der Bruch bei ihm? Wo hat sich dieser Bruch vollzogen vom demokratischen Sozialismus hin zum, Sie sagen sogar im Buch, im Prinzip ist das hegelianisch, nicht?
Also ich finde, man weiß dann nicht mehr so genau, also hegelianisch ist es sowieso, denke ich, weil Habermas nämlich auf der einen Seite sich als Kantianer begreift, spätestens dann in Faktizität und Geltung. Also er will eben so eine Philosophie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats in kantischem Geist entwerfen, aber er ist insofern Hegelianer, als dass er, und das finde ich auch interessant an Habermas, als dass er immer davon ausgeht, dass moralische Normen sich in irgendeiner Form als Sittlichkeit, das wäre dieser hegelische Begriff, historisch verkörpern müssen und ausprägen müssen. Und das ist für Habermas natürlich die Situation der Bundesrepublik. Und das ist seine Rolle als öffentlicher Intellektueller, dass er immer sich auch darum gekümmert hat, wie können wir diese abstrakten Normen des kommunikativen Handelns oder der Diskursethik in der Bundesrepublik verankern. Wann ist der Bruch, wann ist der Sündenfall, der Verrat aus linksintellektueller Perspektive in den 80er Jahren? Das fängt schon mit der Theorie des kommunikativen Handelns an, seinem diskurstheoretischen Hauptwerk, zweibändig, was nach 10 Jahren, 10 Jahre nach der ersten Ankündigung kommt. Und ich glaube, es hat es ist ganz entscheidend gewesen für die Rezeptionsgeschichte dieses Buch, dass es im Grunde zu spät gekommen ist. Also wenn er das irgendwie 1977 rausgehauen hätte, als ein theoretisches Denken, was sich aus den Wissenschaften bedient, was einen enorm spröden Nominalstil pflegt und so, all das, was Habermas eben programmatisch verfolgt hat, als das noch en vogue war innerhalb der Linksintelligenz, 81 sind wir schon woanders. Da geht es um neue Subjektivität, da werden die Franzosen gelesen mit ihrem poetischen Schreibstil. Und da merkt man, kommen zum ersten Mal dann sehr massiv diese Vorwürfe. Habermas schreibt in einem Prof-Jargon. Das ist eine Form des Denkens, die überhaupt keine Lebenserfahrung spiegelt, auch keinen irgendwie eigenen Zugang. Und außerdem hat er die Radikalität und das marxistische Erbe aufgegeben. Und mit Faktizität und Geltung nimmt das Unheil sozusagen aus Perspektive seiner alten Leser und Leserinnen dann seinen Lauf. Habermas wird zu einem zunehmend staatstragenden Denker. Er verabschiedet sich von den Utopien der Arbeitsgesellschaft, wie er das nennt, und wendet sich stattdessen der letzten Utopie, in seinen Worten, nämlich der des demokratischen Rechtsstaats, zu. Und dann kann man sich die Frage stellen, ist das eigentlich noch ein linkshegelianischer Geist, also der diese Institutionen immer an einem Idealbild misst und im Sinne dieses Idealbilds kritisiert? Oder ist das nicht auch schon eigentlich rechtshegelianisch, indem er nämlich die bestehenden Institutionen einfach rechtfertigt, ja, durch das, was irgendwie auch schon als Idee in ihnen angelegt ist? Ja. Ja, vielleicht kann man auch sagen, dass, wenn wir nochmal auf die Frankfurter Schule zurückkommen, dass die beiden Extreme der Frankfurter Schule dargestellt sind durch auf der einen Seite Walter Benjamin und auf der anderen Jürgen Habermas vielleicht, weil sie krass, also fällt mir gerade ein, weil sie den Begriff Erfahrung gebracht haben. Und für Walter Benjamin war ja die Erfahrung zentral, das Denken in Erfahrung, das ist Walter Benjamin. Und sie sagen, bei Jürgen Habermas ist es eigentlich völlig anders, nicht? Ja, also das sind wirklich in gewisser Weise, zumindest was den Denkstil angeht, absolute Antipoden. Ja. Also Habermas hat ja auch einen sehr verdienstvollen und interessanten Aufsatz über Benjamin geschrieben. Bewusstmachende und rettende Kritik heißt das, vom Anfang der 80er. Aber da ist auch klar, dass er sich schwer tut mit diesem Denken. Und Benjamin einfach als fragmentarischer Essayist, vor allem auch als geliebter Autor, hat da etwas, was Habermas nie hatte. Nein, also ich glaube, geradezu Glamour. Ja, Glamour, natürlich posthum erst, muss man auch dazu sagen. Zu Lebzeiten war Habermas natürlich auf eine Art unendlich viel erfolgreicher. Aber Habermas ist kein Autor, den man liebt. Auch seine Jüngerinnen und Jünger haben ihn, glaube ich, nie geliebt. Den kann man bestenfalls respektieren. Ja. Insofern letzter Satz, sind diese Texte von Benjamin in den 70er Jahren, wo es auf einmal auch darum ging, dass Lesen selbst irgendwie eine radikale Tätigkeit darstellt, dass man unmittelbare Impulse und Erlebnisse macht beim Lesen solcher Theorien. Das war bei Benjamin zu haben, das war bei Foucault zu haben, das war natürlich auch bei Rechten zu haben, wie Carl Schmitt. Aber auch bei Hannah Arendt. Selbst bei Niklas Luhmann, aber bei Habermas eigentlich nie. Und insofern sind die wirklich gegenseitig. Genau, aber weil Sie sagen, selbst seine Schüler oder Jünger
haben ihn nie so geliebt. Ich gestehe, ich habe bei Habermas studiert in Frankfurt, Philosophie. Und Sie haben ihn geliebt. Die Kamera läuft. Ich habe geliebt, habe ich Alfred Schmidt. Den habe ich wirklich geliebt. Also, naja, so wie man einen intellektuellen Lehrer lieben kann. Natürlich. Gibt es natürlich Unterschiede in der Form der Liebe. Aber ich habe ihr Buch gelesen und mir war Habermas so sympathisch wie lange nicht. Und zwar genau an der Stelle, wo Sie erinnern, es gibt diese Szenen, ganz konkrete Szenen im Buch, aber es gibt auch allgemein dieser Einsatz von Habermas gegen Autoren wie Boto Strauß, Karl-Heinz Bohrer und Martin Walser. Bei Boto Strauß war es natürlich der anschwellende Boxgesang, sein Spiegel-Essay, der so eine Art neurechtes Manifest war. Bei Karl-Heinz Bohrer, der forderte, sich von Neuem auf Deutschland als geistige Möglichkeit einzulassen, eine Idee, die einem nicht unbedingt nach Auschwitz kommt. Und bei Martin Walser war es das sozusagen natürliche nationale Identität, zu der er zurückfinden sollte. Was ist eine natürliche nationale Identität? Und natürlich wissen wir um seinen Vorwurf der Instrumentalisierung der Schande der Shoah, was er in der Paulskirche-Rede krass formuliert hatte. Und gegen all diese Einsätze, ich würde sagen, neurechte Einsätze, Sie würden das vielleicht bei Karl-Heinz Bohrer relativieren wollen, hat Habermas Stellung bezogen. Und das war großartig. Ja, die Paulskirchenrede von Walser, 98 war das, glaube ich. Das ist dann eine Situation in der Berliner Republik. Interessant für mich ist erstmal, dass wenn wir Boto Strauß ausnehmen, da gab es, glaube ich, nie einen Kontakt, aber dass sowohl Walser als auch Karl-Heinz Bohrer lange gut mit Habermas befreundet waren. Und gerade, bei Walser ist das überhaupt nicht erstaunlich, der ja als Linker und Kommunist aus dem Herzen der Surkamp-Kultur kam und in den späten 70er Jahren dann dieses deutschnationale Thema entdeckt, da kann man vielleicht auch gleich noch eine kleine Stelle vorlesen. Aber ich finde es faszinierend bei Karl-Heinz Bohrer, der in vielerlei Hinsicht ganz anders getickt als Habermas. Und die haben sich über 20 Jahre regelmäßig getroffen. Ich glaube, das muss man sich so auch als so rotweinseligen Männerabend vorstellen und haben sehr hitzig diskutiert. Es gab natürlich gewisse Themen, die sie verbunden haben. Karl-Heinz Bohrer, der Literaturkritiker, Essayist, FAZ-Korrespondent in London. Sie hatten die geteilte, so hat das Bohrer mal beschrieben, emotionale Richtung Westen. Darin sind sie sich einig. Und sie haben sich aber natürlich auch als Antipoden geschätzt. Das Interessante ist, diese Freundschaft zerbricht im Nu. 1990, im Zuge der Debatten um die Wiedervereinigung. Da haben sie ganz konträre Positionen vertreten. Bohrer war sofort der Meinung, es gibt überhaupt keine Alternative als die Vereinigung der beiden deutschen Staaten nach dem Fall der Mauer, und Habermas war da sehr skeptisch. Also, interessant, dass so eine intellektuelle Freundschaft, die uns aus dem Rückblick erstaunt, also was wollten die 20 Jahre lang? Ich glaube, und das ist auch eine These, die ich im Buch vertrete, dass eine solche Freundschaft nur möglich gewesen ist im Safe Space, könnte man sagen, im politischen Safe Space des geteilten Deutschland, der Bundesrepublik, wo sich die nationale Frage immer nur im Konjunktiv gestellt hat. Und in dem Moment, wo sie politische Realität wird, beziehungsweise werden kann, sind die sofort auseinandergegangen und haben, soweit ich weiß, danach wirklich auch nie wieder miteinander zu tun gehabt. Und Habermas hat seither auch nie wieder im Merkur publiziert. Bohrer war der Merkur-Herausgeber damals. Und das ist nicht nur das Ende einer Freundschaft, sondern eben auch das Ende einer enorm fruchtbaren Publikationsbeziehung. Habermas ist bis heute, glaube ich, einer derjenigen, der die meisten Merkur-Texte geschrieben hat, aber nur bis 1989. Ja. Und auch mit Martin Walser, nicht? Es hat gemeinsame Urlaube mit den Kindern gegeben und so. Kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Wir haben jetzt noch ungefähr 8 Minuten. Wir könnten jetzt eine wunderschöne Stelle vorlesen, wo es genau um diesen Streit geht. Oder ich stelle Ihnen noch ein paar Fragen, die garantiert alle interessieren. Nämlich,
Nämlich? Das war suggestiv formuliert. Nudging nennt man sowas heutzutage. Nur auf der Bühne, als Journalistin nie. Okay. Und zwar interessiert alle. Ihr letzter Besuch bei Jürgen Habermas, der ja noch nicht so lange zurückliegt. Sie schreiben, bei Ihrem letzten Besuch wirkte Habermas resigniert. Wir wollen wissen, was hat sich dort abgespielt? Warum wirkte er resigniert? Was sind die wir wissen alle um den Zustand der Welt, aber was bekümmert ihn am meisten vielleicht? Das klingt jetzt doch ein bisschen boulevardesk. Nein. Entlang der Krisen. Ja, also ich habe Habermas zweimal besucht im Abstand von knapp anderthalb Jahren. Der erste Besuch war im Frühsommer 22, kurz nachdem er sich zum ersten Mal in der Süddeutschen zum Ukraine-Krieg gemeldet hatte und scharf kritisiert worden ist. Und schon bei meinem ersten Besuch, das war übrigens der dritte, ja, geradezu berührende, intensive Eindruck nach den eingangs geschilderten, dass Habermas ganz am Ende unseres Gesprächs, als wir dann auch noch über Ukraine sprachen, sagte, er hat zum ersten Mal in seinem Leben das Gefühl, die Reaktionen der deutschen Öffentlichkeit nicht mehr zu verstehen. Und damit meint er das, was er als Kriegsbegeisterung begreift, also eine Öffentlichkeit, zumindest 22 war das definitiv der Fall, die den zögerlichen Kurs des Bundeskanzlers enorm kritisiert hat und die bereit und willens war, die Ukraine mit allen Mitteln, auch militärischen, zu unterstützen. Das hat Habermas nachhaltig schockiert und schockiert ihn bis heute. Das war so der letzte Eindruck dieses Gesprächs. Für mich natürlich auch die Frage, geht hier jetzt, was geht hier eigentlich zu Ende? Also geht hier eine 70-jährige Beziehungsgeschichte zwischen einem öffentlichen Intellektuellen und seinem Publikum zu Ende. Habermas hat sich genau 70 Jahre vorher, 1953, hat er die Bühne der bundesdeutschen Öffentlichkeit betreten. Das muss man sich auch mal vorhalten. Also das sind 70 Jahre. Ist es jetzt irgendwie das Ende der alten Bundesrepublik? So, und dann bin ich ein gutes Jahr später, im September 23, also noch vor dem 7. Oktober, im September 23 nochmal hingefahren. Und da war Habermas tatsächlich düster, auf eine mich fast bestürzende Art. Und zwar wegen der Entwicklung im Ukraine-Krieg. Und man muss sagen, er hat eigentlich ziemlich hellsichtig vorausgesagt, was jetzt in den seither vergangenen 6 Monaten eingetreten ist. Also er hat damals davon gesprochen, dass der Westen hier möglicherweise die letzten Reste an noch verbliebener geopolitischer Glaubwürdigkeit verspielt, wenn nämlich Biden in dem Maß, wie sich die Ukraine-Unterstützung im Wahlkampf als Ballast erweisen wird, sich zunehmend daraus ziehen wird, ja, und wie dann diese westliche Unterstützerkoalition möglicherweise zerbricht. Und er zeichnete, ich wollte dann noch von ihm wissen, was würden Sie dem Bundeskanzler jetzt empfehlen, er zeichnete dann wirklich ein sehr düsteres Bild, vor allem auch des Zerfalls der politischen Institutionen in den USA. Das ist natürlich etwas, was für Habermas spätestens 2003 begonnen hat mit dem Irakkrieg, George W. Bush, also Amerika als normative Autorität. Und das sind die USA für Habermas immer gewesen, Stichwort Westbindung, hat damals natürlich schon einen schweren Schaden genommen und weder die Obama- noch die Trump-Präsidentschaft waren in der Lage, das wieder zu reparieren. Und jetzt sieht er eine fatale strategische Fehlentscheidung, dass man nicht, und das hatte er ja auch in seinen süddeutschen Artikeln, dafür hatte er immer wieder plädiert, dass man nicht parallel zur Unterstützung der Ukraine, und er hat ja auch geschrieben, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren, das hat er auch geschrieben, aber er hat immer darauf gedrungen, man muss mit Putin verhandeln. Die Frage stellt sich sofort, wenn der aber nicht verhandlungsbereit ist, was dann? Ja, aber Habermas sieht im Moment, zumindest im letzten September, und die Vorfälle in Israel und im Nahen Osten werden ihn bestärkt haben in dieser Sicht, sieht im Moment sehr, sehr düster in unsere politische Zukunft. Ja, man könnte natürlich jetzt auch die Frage stellen, inwiefern Habermas da eine ganze Generation von deutschen Intellektuellen repräsentiert, die sozusagen immer Amerika, USA im Blick hatten und USA und Sowjetunion, Russland auf der anderen Seite, und das dazwischen, was Timothy Snyder ja mit dem
Schlagwort Bloodlands bezeichnet hat, aufgrund der Ereignisse, die sich dort im Zweiten Weltkrieg abgespielt haben, genau diese Weltregion einfach nicht im Blick hatte. Ich denke schon, dass man diesen Vorwurf machen kann. Und die Frage ist nämlich, worüber soll man mit Putin verhandeln? Und darauf kann Habermas auch keine Antwort geben, nicht? Also ich würde sagen, er irrt an dieser Stelle, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, es ist interessant, das hat mich auch sehr beschäftigt im Buch, dass Habermas ja immer zwei Rollen eigentlich bespielt hat, nämlich die des akademischen Philosophen und die des öffentlichen Intellektuellen. Und spätestens seit den frühen 80er Jahren hat er mit einer ungewöhnlichen Vehemenz darauf bestanden, diese beiden Rollen zu trennen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ihm immer wieder so ein performativer Widerspruch nachgesagt worden ist. Also der Philosoph der vernünftigen Verständigung und Deliberation, der idealen Sprechsituation und des Austausch von rationalen Argumenten war immer dafür bekannt, ja gefürchtet, dass er in seinen öffentlichen Interventionen enorm hart zulangt und wirklich auch ein begnadeter Polemiker ist. Kleine Leseempfehlung an dieser Stelle. Also ich habe wirklich mit großer Faszination die kleinen politischen Schriften von Habermas jetzt nochmal gelesen, mittlerweile in 12 Bänden, wo also seine gesamten oder ein Großteil seiner journalistischen Interventionen gesammelt ist bei Surkamp. Also ich habe das Gefühl, das ist wirklich ein Gesamtwerk, was enorm gut altern wird, ja. Auch im Gegensatz vielleicht zu manchen Hauptwerken. Ja, und natürlich... Ja. Genau, nur noch dieser eine Punkt zur Ukraine. Jetzt, also er hat ja in der Süddeutschen, in dem ersten, glaube ich, Beitrag, hat er es im Grunde als naiv bezeichnet, die Idee, das Ziel zu verfolgen, Putin also jetzt nach Den Haag zu bringen und als Kriegsverbrecher vor den Internationalen Gerichtshof zu stellen. Da ist die Rollentrennung dann so weit gediehen, dass im Grunde Habermas und diejenigen, die das jetzt wollen, also sagen wir mal Generation Annalena Baerbock, ja, die haben das ja von Habermas gelernt. Also das ist die Idee der 90er Jahre. Damals hat Habermas von Weltinnenpolitik gesprochen, so eine weltweit operierende Polizeimacht, die dann eben für Recht sorgt und Kriegsverbrecher bestraft. Jetzt sieht er das als naiv an. Also da wendet sich dann, wenn Sie so wollen, der politische intellektuelle Habermas, der natürlich nach wie vor als leidenschaftlicher Zeitgenosse auf der Höhe unserer Zeit irgendwie argumentiert, gegen den Philosophen Habermas. Und diese beiden Rollen kommen wirklich quasi in einen Clinch. Oder wir könnten auch sagen, Habermas als Realist wendet sich auf einmal gegen den Idealisten Habermas. Ja. Ja. Ein anderer Punkt, wo... weil Sie sagten, wie gut altert das Werk, aber das ist jetzt etwas, was er tatsächlich nicht voraussehen konnte. Es ist natürlich angesichts der Omnipräsenz von Fake News, die wir jetzt beobachten, und nicht nur von Trump, weil dieser Begriff ja so mit ihm assoziiert ist, ist natürlich die Diskursethik von Habermas und sein Setzen auf den zwanglosen Zwang des besseren Arguments völlig obsolet, nicht? Also, hat er sich dazu geäußert? Ja und nein. Also ich denke auch, dass wir Schwierigkeiten haben, die Krise unserer Demokratie und ihre vielen verschiedenen Quellen mit einem Habermas'schen Instrumentarium gut zu beschreiben und vielleicht auch zu bekämpfen. Also da müsste man jetzt noch mal eine halbe Stunde dranhängen, natürlich. Also etwa auch, wir haben vorhin über Faktizität und Geltung gesprochen, diese Theorie des demokratischen Rechtsstaats, die eigentlich eine Harmonie oder eine Harmonisierung leistet zwischen den beiden Traditionen, die in unsere Demokratie eingegangen sind, nämlich auf der einen Seite der angelsächsisch-liberalen rechtsstaatlichen Tradition und auf der anderen Seite der französisch-russoistischen Tradition des Volkssouveräns. Wir beobachten im Moment, wie diese beiden Pfeiler stützen Traditionen in einen Konflikt miteinander geraten. Auf der einen Seite Verrechtlichung, Konstitutionalisierung. Wir reden über ein Parteiverbot der AfD zum Beispiel. Wir haben jetzt darüber gesprochen, ob das Verfassungsgericht noch zusätzlich im Grundgesetz abgesichert werden muss.
Wir haben natürlich auch die europäischen Institutionen, das natürlich manifeste Demokratiedefizit dort. Und wir haben auf der anderen Seite populistische Bewegungen, die natürlich im Namen des Volkssouveräns auftreten. Also hier haben wir eine massive Disharmonie, einen Konflikt, der, glaube ich, stark dazu beiträgt, dass wir von der Krise der Demokratie reden. Da sehe ich irgendwie das Habermasche Instrumentarium tatsächlich als nicht so geeignet an. Auf der anderen Seite muss man sagen, Habermas als Theoretiker der Öffentlichkeit ist natürlich in gewisser Weise, also zumindest was sein Lebensthema angeht, so relevant wie nie. Also, denn wir haben, und da reden wir jetzt über die neuerliche, die digitalen Medien, wir reden über die Tatsache, dass uns klar wird, dass demokratische Deliberation irgendwie doch einen Wahrheitsbezug benötigt. Da sind wir natürlich mitten knietief in Habermas-Themen drin. Ja. Also auch hier ein sowohl als auch ambivalenter Schlusseindruck. Ja, aber mit Ambivalenz zu enden ist immer gut. Weiß ich jetzt gar nicht, aber es ist tatsächlich an dieser Stelle die ehrliche Antwort. Ja. Vielen, vielen Dank, Herr Feld, dass Sie hier waren bei uns in der Taz. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen, meine Damen und Herren. Und ja, hier steht das Buch. Wir haben leider keine hier zum Signieren, aber Sie können es natürlich sonst in jeder Buchhandlung erwerben. Und viel Glück damit und vielen Dank.